Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstad. Ich komme aus Rorikstad. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttchen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Raloff von Flusswald. Lokir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht umschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet, ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ihr seid weit weg von der Kaiserstadt. Was tut ihr in Himmelsrand? Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid.
Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Sirodi'il zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Rebell aus Sirodi'il, ihr seid dran! Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten. Was habt ihr gesehen? Was ist in den Wolken? Den Göttern, ein Drache. Wie ist das möglich? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los, jetzt! Hoch durch den Turm, los! Die Treppe hinauf! Den Turm hinauf! Sie werden beide tot. Hier entlang! Schnell! Wir müssen nur einige... Zurück! Das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Los, wir folgen euch, sobald wir können. Und damit begrüße ich euch herzlichst hier bei The Elder Scrolls 5 Skyrim, der Special Edition. Ja, ich habe mich nicht gewagt zu sprechen, gerade eben, während wir hier unser Abenteuer begonnen haben. Oh, Leute. Ja, wir tauchen erneut ab in Himmelsrand. Ich denke mal, ohne groß Zeit zu verlieren, machen wir weiter hier in Helgen bei der Belagerung eines Drachen. Schnell, Kleiner, komm. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Atvar. Atvar, einer der kaiserlichen Truppen, die hier in Himmelsrand ihre Belagerung begonnen haben. Okay, ab an die Wand. Schnell, folgt mir!
Oh Mann. Oh Mann. Okay, wir folgen Hatva, dem kaiserlichen Soldaten. Oh Mann. Und Leute, es fühlt sich an wie beim ersten Mal. Schnell weiter. Wow. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sovngarde. So, unsere Entscheidung. Folgen wir den Kaiserlichen, den Besatzern von Himmelsrand, oder folgen wir dem guten Ralof, dem Sturmmantel, der Rebellion der Nords angehört, die hier ihr Land verteidigen wollen, die Freiheit und Glauben erreichen wollen. Wir folgen an dieser Stelle nicht Hatva, sondern wir folgen Ralof. Ho, Leute. Und damit willkommen hier bei der Special Edition von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich sage es nochmal. Entkomme aus Helgen. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Einen kurzen Moment. Ich möchte ganz kurz mein Wort an euch richten. Wir werden tatsächlich noch einmal gemeinsam hier in Himmelsrand in Skyrim versinken und ich bin sehr, sehr, sehr froh, wenn ihr mich auf diesem Abenteuer begleiten möchtet. Wir spielen das ganze Spiel auf dem Computer in Full HD mit 60 FPS, weil ich euch gerne so viel wie möglich der Veränderung zeigen möchte. Das ist ja eine Art Neuauflage, in der Bethesda dem Spiel einige grafische Verbesserungen gegeben hat, aber das ist gar nicht der Hauptgrund. Ich freue mich überhaupt, mit euch nochmal Skyrim spielen zu können. Ich habe es bereits aufgenommen, sogar schon zweimal, aber ich freue mich auch auf ein drittes Mal. Und die Special Edition ist jetzt ja der perfekte Anlass, um erneut hier ein Abenteuer zu beginnen. Das Quest-Tagebuch enthält alle Quests und Ziele. Wähle eine Quest aus und drücke A, damit sie zur aktiven Quest wird. Danach erhältst du eine Quest-Zielmarkierung auf deinem Kompass und deiner Weltkarte. Dankeschön. Aber warum bin ich ins Menü gegangen? Erstmal haben wir hier jetzt neu eine Schnellspeicherfunktion. Ich denke mal, die wird dann auch auf den Konsolen verfügbar sein. Außerdem können wir jetzt ganz kurz vorneweg die Schwierigkeit nicht auf Legendär, sondern auf Meister stellen. Ja, ganz recht, ich möchte gerne versuchen, das ganze Spiel auf Meister zu spielen. Von Anfang an. Hier. Ihr könnt euch Grunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Und man sieht bereits hier an der Tiefenunschärfe, dass sich das Spiel grafisch auf jeden Fall verbessert hat. Ich hoffe übrigens, dass die Soundeinstellungen so in Ordnung sind. Ich werde das nach der ersten Aufnahme kontrollieren. Nehmt euch seine Rüstung und alles, was er sonst noch trägt. Alles klar, denn hier haben wir die Leiche von Gunja, einem weiteren Nord. Kurze Erklärung, wir waren gerade eben ja, scheinbar unbeteiligt, an einer Hinrichtung beteiligt, bei der Ulfric Sturmmantel, der Gute mit den blonden Haaren, der Anführer der sogenannten Sturmmäntel, der Anführer der Rebellion für die Freiheit Himmelsrands, hingerichtet werden sollte. Ebenfalls sollte hier Ralof, einer seiner Truppen, hingerichtet werden. Ja, es herrscht nämlich Krieg in Himmelsrand, Krieg zwischen den Kaiserlichen und den Nords. Ich will nicht zu viel vorne wegnehmen, aber ich freue mich einfach riesig. Ich werde das Spiel ungefähr bei einer leichten Vorkenntnis ansetzen. Ich werde euch viel erklären, ich werde mit euch gemeinsam das Abenteuer hier bestreiten, aber ich werde auch einige Grundkenntnisse über Skyrim voraussetzen. Aber dazu kommen wir später. Wir haben hier erstmal eine Eisenkriegsaxt, dem Sturmmantel Brustpanzer und Fellstiefel. Nehmen wir alles mit. Na schön. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Okay. Ja, die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Gut, wir kleiden uns ganz schnell an, ganz typisch hier, unser Fertigkeitenmenü, das Magie-Menü, unsere Karte und natürlich die Objekte. Ihr seht momentan alles noch ohne Modifikationen, inwiefern ich die später installieren werde, muss ich entscheiden. Ihr seht übrigens auch, ich spiele das ganze Spiel auf dem Computer mit einem Xbox 360 Controller, da ich Skyrim persönlich lieber mit Controller spiele. So, wir rüsten die Eisenkriegsachs aus und wechseln unsere Fußlappen und unsere grob gewebte Tunika gegen den Sturmmantelpanzer und die Fellstiefel. Verdammt!
lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Kommt schon, Soldaten! Geht weiter! In Deckung! Oh Gott! Gegnerische Truppen. An dieser Stelle eine Schnellspeicherung. Ja, ouch. Ja, zwei auf mich, das ist ein bisschen problematisch, meine Freunde. Ralof, du müsstest mir ein bisschen helfen. Ausdauer niedrig. Deine Ausdauer ist niedrig, der rechte grüne Balken unten. Dadurch kannst du nicht mehr sprinten und auch keine mächtigen Angriffe durchführen. Trinke einen Trank oder warte, bis dein Ausdauer wiederhergestellt ist. So. Komm, Ralof, wir schaffen das. Wow. Wir schauen mal nach. Durchsuchen die Leiche des Hauptmanns. Ich glaube, Ralof hat sie sich bereits genommen. Oder eher gesagt, den Schlüssel. Wir haben hier eine kaiserliche Rüstung. Seht mal, von den Rüstungswerten her besser als unsere Sturmmantelrüstung. Das heißt, wir nehmen die mal komplett mit. Auch das kaiserliche Schwert und den Eisendolch nehmen wir mit. Oh, Ralof. Hier stehen wir nun mit einem Schlüssel. Wollen wir mal sehen, ob er diese Tür öffnet? Ja, machen wir. Aber einen Moment bitte, Ralof. Auch ihn plündern wir mit einer leichten kaiserlichen Rüstung. Hier in Skyrim, in The Elder Scrolls 5, verbessern wir die Fähigkeiten, die wir einsetzen. Heißt, wenn wir eine leichte Rüstung tragen, verbessern wir die leichte Rüstungsfähigkeit. Kämpfen wir mit einem Einhänder wie hier der Axt, verbessern wir unsere Einhänderfähigkeit. Lernen durch Erfahrung. Kommt, verschwinden wir von hier, ehe der Drache den ganzen Topf über unsere Köpfe zum Einsturz bringt. Und hier können wir bereits Krüge mitnehmen. Ja, ich komme sofort, Ralof. Einen Moment bitte. Rein Interesse halber. Können wir auch hier dem Weg folgen, durch den die Kaiserlichen gekommen sind? Na, seht mal. Ein Eisenschwert. Truhe des Wächters. Kaiserliche Tunika, Schlüssel zur Festung, Eisenschwert. Vor allen Dingen jetzt am Anfang können wir natürlich alles gebrauchen, was wir finden können. Wein und Altorwein. Ein weiteres Eisenschwert. Wir nehmen alles mit, was die Räumlichkeiten hier hergeben. Hier haben wir Gold, Septime, bare Münze, Eimer, Mischtaktiken, vermischte Einheitstaktiken im fünfjährigen Krieg Band 1. Ich hatte auch damals schon gesagt, bei, ich glaube, einem oder vielleicht sogar bei beiden anderen Projekten, wir werden auf jeden Fall einige Lesestunden machen, da die Bücher einfach nur göttlich geschrieben sind. Aber das jetzt zwischendurch einzuschieben, wäre, außer bei Tagebüchern, ein bisschen zu umfangreich. Was haben wir hier? Eine leere Truhe. Und noch eine Truhe mit einem Helm und ein paar Goldmünzen. Vor allen Dingen jetzt zu Beginn des Spiels sollten wir uns natürlich jede Ausrüstung schnappen, die wir kriegen können. Jeden Helm aufsetzen, den wir finden können. Denn natürlich sind wir jetzt am Anfang noch extrem schwach und darauf angewiesen, die beste Ausrüstung zu finden. Und hier thront bereits das Symbol der Kaiserlichen. Wie bereits gesagt, die Himmelsrand besetzt haben. So, wir haben hier die kaiserlichen Armschienen, die wir ausrüsten. Ebenfalls haben wir hier die kaiserliche Rüstung. Mit 28 Schutz, wir haben 23 Schutz. Wir werden trotzdem mal bei der rein fraktionsmäßig bleiben wir erstmal bei dem Sturmmantel-Brustpanzer, wobei wir momentan eigentlich eher auf die Stärkewerte angewiesen sind. Kaiserlicher Offiziershelm. Auch hier oben gut zu erkennen das Symbol des Kaiserreichs. Wir bleiben erstmal tatsächlich jetzt so bei der Ausrüstung. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Wir werden aber auf jeden Fall die kaiserlichen Schwerter nutzen, oder? Schaden 9, 9. Ich bin aber eher der Schwertfreund. Vor allen Dingen werden wir uns auch angewöhnen, vielleicht durchgehend so zu kämpfen. Ich habe es mich nie gewagt, aber ich würde sehr gerne mit zwei Schwertern kämpfen. Natürlich fehlt da die Möglichkeit zu parieren, aber wir werden es mal probieren. Favoriten. Drücke Sie im Spiel Steuerkreuz nach oben, das Favoritenmenü zu öffnen. Dort kannst du Gegenstände... Drücke im Spiel, nicht drücken Sie im Spiel. Dort kannst du Gegenstände sofort benutzen oder Ausrüstung ausrüsten, die du zuvor als Favoriten markiert hast. Und zwar so. Sehr schön. Und damit haben wir zwei Schwerter. Das war für mich damals so ein Highlight beim ersten Mal. 2011, ist inzwischen auch 5 Jahre her. Das war für mich so ein Highlight damals, tatsächlich mit zwei Schwertern kämpfen zu können.
Und man sieht auf jeden Fall die grafische Verbesserung. Das muss ich festhalten. Man sieht es definitiv. Und ich liebe ebenfalls den Zweischwerterkampf. Okay, folgen wir Ralof, versuchen wir hier irgendwie zu entkommen. Dann mal los, mein Freund. Krüge und Laternen nehmen wir zunächst mal nicht mit. Wohl aber leckeren Salat oder Kohl, denn der könnte uns zur Regeneration helfen. Doch jetzt müssen wir erstmal hier entkommen und herausfinden, was mit diesem Drachen auf sich hat, der uns gerade eben so das Leben gerettet hat. Wow. Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Schnappt euch alles, was wichtig ist, und dann weg von hier. Der Drache äschert alles ein. Ich muss nur noch ein paar Tränke zusammenpacken. Halt oder Sovengarde. Weitere kaiserliche Truppen. Okay, wir machen viel Schaden mit zwei Schwertern. So. Ein Lagerraum. Seht nach, ob ihr irgendwelche Zaubertränke finden könnt. Wir werden sie brauchen. Ja, wir können alles gebrauchen, mein lieber Ralof. Wir werden auch alles durchsuchen und wir müssen so viel wie möglich mitnehmen. Ich denke mal, dass der Schwierigkeitsgrad uns auch einiges abfordern wird. Ich bin auch nicht abgeneigt, da vielleicht irgendwann mal auf den legendären Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Wir nehmen zunächst alles mit, was wir tragen können. Außer Körbe. Und man sieht definitiv eine atmosphärische Verbesserung. Kaninchenkeule. Fasanenbrust. So leid es mir um die Tiere tut. Doch lebendig werden sie auch nicht mehr. Was haben wir hier? Zaubertrank der geringen Magika, ein Mana-Trank. Salz. Ein Trank der geringen Heilung, ein Wein. Und hier haben wir einen Topf, den brauchen wir nicht. Auch hier nehmen wir zunächst alles mit. Ja, die Kaiserlichen haben es sich hier auf jeden Fall gut gehen lassen in Helgen. Einer Stadt, die damals oder früher im Reich der Nords lag und damit eigentlich den Kaiserlichen nicht zur Heimat geworden war. Was haben wir hier? Ausdauertrank, Mana-Trank und drei Heiltränke. Für den Anfang extrem wichtig. Großer Sack, einige Kartoffeln, die heilen auch. Was haben wir hier? Ein paar Äpfel. Und Tomaten. Ah. Nicht gerade die schönsten Tomaten, aber im Not frisst der Teufel fliegen. Und noch ein bisschen Salz. Wir werden auch bei diesem Mal deutlich mehr Wert darauf setzen, unsere alchemistischen Fähigkeiten zu verbessern und mehr mit Gegenständen herum zu experimentieren. Arm Kaninchen. Wir nehmen alles mit. Ob wir hier wohl schon in der Folterkammer sind? Fertig. Dann gehen wir weiter. Okay. Beim Blut eines Trolls. Es ist eine Folterkammer. Kaiserliche Hunde! Okay. Eine Konfrontation von Kaiserlichen und Sturmmäntel. Wir haben hier den Folterer. Ich kann euch nicht besiegen. Und den Folterknecht. Weg mit euch. So. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los. Dankeschön, 12 Dietriche. Unser erster richtiger Schlösserknack-Einsatz ist gefordert. Wir fangen mal hier mit dem ersten Käfig an. Schloss knacken. Benutze den linken Stick, um den Dietrich zu drehen und den rechten Stick, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich an der richtigen Stellposition befindet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Erst wenn der Dietrich an der richtigen Position ist, dreht sich das Schloss vollständig und lässt sich öffnen. Das altbewährte Schlossknacksystem. So. In dem ich noch nicht ganz eingerostet sein sollte. Und hier haben wir die Tür, die wir öffnen sollten. Oder das Tor. Und das war der erste Dietrich.
So. Auf mit dir. Wen haben wir hier? Ein Magier. Goldmünzen, ein Zaubertrank und noch ein Zaubertrank. Eine Novizenkapuze, die die magische Fähigkeit um 30 Punkte steigert. Und eine Novizenrobe, die die Magika-Regeneration, die Mana-Regeneration erhöht. Sehr schön. Und dazu noch ein Zauberbuch Funken, mit dem wir jetzt einen Zauber einsetzen könnten. Und einige Goldmünzen. Ruhe und Frieden, mein Lieber. Okay. Und hier haben wir das Buch vom Drachenblut. Jahr 360 der dritten Ära. 21. Jahr der Herrschaft seiner Majestät Pelagius dem Vierten. Viele Menschen haben den Begriff Drachenblut gehört. Wir werden schließlich von den drachengeborenen Kaisern regiert. Doch die wahre Bedeutung des Begriffs wird nicht überall verstanden. Uns vom Orden des Talos liegt das Thema sehr am Herzen. Und in diesem Buch will ich versuchen, die Geschichte und Bedeutung derer zu beleuchten, die im Laufe der Zeiten als Drachenblut bezeichnet wurden. Das Drachenblut wird auch für unsere Geschichte hier in Himmelsrad eine sehr, sehr große Rolle spielen. Der Folterer. Ja, noch mehr Rüstung nehme ich jetzt erstmal nicht mit, wir haben nicht mehr ganz so viel Platz. Aber den Eisenstreitkolben nehmen wir mit. Macht mit einem Wert von 10 mehr Schaden als unsere Schwerter, aber ihr wisst ja, ich mag Schwerter. So, wir gehen nochmal hier hinter, was haben wir hier noch? Eine leere Theke, einen weiteren Streitkolben und vor allen Dingen ein Eisenschild. Jetzt haben wir schon sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten einmal hier auf unsere Waffen und vor allen Dingen auch auf das Eisenschild zurückgreifen, das natürlich bei Bekleidung ist, genau hier. Zeige ich euch auch kurz, ich werde euch ganz kurz die ganzen verschiedenen Sachen vorführen, aber mein Ziel ist es eigentlich, mit zwei Schwertern zu kämpfen, auch wenn das extrem schwierig werden wird. Unter der Magie haben wir jetzt noch gar nichts, da wir erst das Buch lesen müssen. Bücher, Zauberbuch, Funken. Neuen Zauber gelernt, Funken. Jetzt haben wir hier unter dem Menüpunkt Zauber. Bei Zerstörung, es ist hier ein Zerstörungszauber, kein Wiederherstellungszauber. Den Zauber Funken oder Flammen. Ja, ganz kurz, so sieht's mit Schild aus. Erklärt sich von selbst, oder? Schild zum Abwehren gegnerischer Angriffe. Was haben wir denn hier? Ein Dietrich und geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs, Band 1. Nehmen wir mit. Warum nicht? So, ja, zum Abwehren gegnerischer Angriffe oder aber zum Durchbrechen der Deckung. Oder eben, wir nutzen einen Flammenzauber, um den Gegner ein wenig einzuheizen. Oder die ganz Flinken nutzen den Blitzzauber und schocken den Gegner. Und hier wird nochmal eine leichte grafische Verbesserung deutlich, oder? Gut, wir greifen auf den Flammenzauber zurück zum Vorführen und werden uns so mal weiter vorwagen. Ralof, ich komme sofort. Wir haben hier aber noch einige Zellen, die wir durchsuchen wollen. Und vor allen Dingen Schlösser, die wir knacken wollen, um auch unsere Fertigkeiten Stück für Stück zu verbessern. Nach Möglichkeit ohne Dietriche zu verlieren. So. Okay. Noch mehr Zellen. Wer weiß, wie sehr die armen Insassen hier gefoltert wurden. So. Arme Seele. Gold und Knochenmehl. Eine weitere alchemistische Zutat. Und vor allen Dingen haben wir auch einen Goldbeutel mit 5 Goldmünzen. Ihr habt ja Ralof gehört, wenn wir hier wirklich rauskommen sollten, brauchen wir natürlich Gold, um irgendwo vielleicht Zuflucht zu finden. Oder jemanden zu bestechen, um irgendwo unterstupfen zu dürfen. Ja, ihr merkt, ich bin wieder ein bisschen aufgeregt, wie jedes Mal, wenn ich ein neues Spiel anfange. Vor allen Dingen, ich freue mich riesig drauf. Ich war sowieso noch nicht so ganz zufrieden mit Skyrim. Ich habe ja immer wieder gesagt, wir laufen weiter rum, wir suchen weiter umher. Aber ganz ehrlich, ich könnte das Spiel in Dauerschleife spielen. Und die Neuauflage ist jetzt die Möglichkeit, noch einmal erneut hier ein neues Abenteuer zu begehen. Ein weiterer Soldat der Sturmmäntel. Grausam, oder? In einem Käfig zu verhungern. Ganz zu schweigen von den Schmerzen, die man in Bein und Leib spüren muss, wenn man lange so festsitzt. Mag man sich gar nicht vorstellen. Alle gequält und gefoltert. Okay, ein Durchbruch in der Wand. Und sehen wir sind auch gar nicht mehr alleine.
Eine Soldatin und ein Soldat sind bei uns. Beide Sturmmäntel natürlich. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Ich werde sicher nicht abwarten, bis... Weitere kaiserliche Soldaten. Gut gemacht. Und Bogenschützen. Und seht mal hier. Nutzen direkt das Feuer zu unserem Vorteil. So, brennen. Ja, unsere Magika ist niedrig. Deine Magika ist niedrig und es könnte sein, dass du keine Zauber wirken kannst. Trink einen Trank oder warte, bis sich deine Magika regeneriert hat. Mana regeneriert sich von allein und boah, zwei auf einen Streich und beide wie die verbrannt sind. Oh Mann. Oh nein, okay, der Soldat der Sturmmantel ist ebenfalls gestorben. Ich hoffe, daran bin ich schuld. Ein Eisen-Zweihänder. Natürlich gibt es hier alternativ zum Einhänder auch den Zweihänder, der dann brachialer ist, langsamer ist, aber dafür deutlich mehr Schaden verursacht. Den lassen wir zunächst mal liegen, da er sehr, sehr viel wiegt. Eisenpfeile und seht mal einen Langbogen. Ist nicht gerade der beste Bogen, aber ein guter Bogen. Vor allen Dingen für den Anfang. Ralof, warte bitte kurz. Haben wir hier irgendwo einen Gegenstand zum Mitnehmen? Leider nein. Ihr wart doch mit uns zusammen auf den Karren, oder? Nicht gerade euer Glückstag, was? Nee, wirklich nicht, denn wir sind hier in eine Rebellion reingestürzt, von der wir gar keine Ahnung haben. Kaiserliche Sturmmäntel, was auch immer das bedeuten mag, wir haben ja gar keine Ahnung. Vielleicht als ja, relativ harmloser Tagedieb hier beinahe bei der größten Hinrichtung des Krieges dabei zu sein, nämlich der von Ulfric Sturmmantel. Weitere Eisenpfeile. Und weitere Eisenpfeile. Können wir auch direkt mal ausrüsten. Wir gehen auf die Objekte, nutzen Waffen, unseren Langbogen, legen wir auf die Schnellwahltaste und rüsten die Eisenpfeile aus. Hat er automatisch gemacht. Und ihr seht, wir haben Pfeile auf den Rücken und einen Bogen in der Hand. Oh ja. Denn auch das Bogenschießen würde ich gerne neben dem Zwei-Waffen-Kampf alternativ ausführen. Mal sehen, wo das hier hinführt. Sieht da rein Durchgang aus. Ach, und diese Freiheit. Ein bisschen Himmel zu sehen hier in diesen kargen unterirdischen Tunneln. Oh Mann. Vor allen Dingen haben wir die Soldatin verloren. Der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. Ja, Ralof, du bist ja sehr optimistisch, wenn die keinen finden. Ich erinnere mich düster daran, dass wenn wir hier jetzt hinabgehen und hier den Weg folgen. Genau. Kommen wir hier aus. Und finden hier ein Skelett mit Goldmünzen, Knochenmehl, einem Heiltrank und einigen Goldmünzen. Okay. Aber keine Sorge, das ist kein groß verwinkelter Raum. Wir sind schlichtweg hier am Fuße der Treppe ausgekommen, an der wir sonst ohnehin gelandet wären. Ralof, warte bitte auf mich. Wir müssen uns noch hier ein bisschen weiter umsehen, denn wir wollen nichts liegen lassen. Okay, doch hier ist nichts mehr. Allzu tief unter der Oberfläche sind wir aber nicht. Sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Ist doch der einzige Weg, der bleibt. Oh Mann. Wenn unter dem Stein jemand begraben wurde, tut der Arme mir leid. Da entlang, komm schon. Ah ja, Ralof, ich komme ja schon. Oh ja, ihr seht richtig. Wow. Ich glaube, die Pfeile können sich sehen lassen, oder? Der nicht. Kleine Frostbissspinnen. Und da kommen größere Exemplare. Oh ja, Spinnen. Wechseln wir auf den Nahkampf, um Ralof aktiv Hilfe leisten zu können. Weg mit dir. Ich hasse diese verdammten Biester. Oh, ich auch, Ralof, glaub mir. Frostbissspinnen, Frostbissgift und ein Eisenpfeil.
Vor allen Dingen, das Gift ist sehr, sehr nützlich. Ekelhafte Viecher, oder? Also ich muss mich grob an die Steuerung gewöhnen. Ich vertausche immer die beiden Sticks, also die externe Ansichtfunktion mit der Spinnenei. Die Funktion der externen Ansicht vertausche ich oft mit der Funktion des Schleichens. Links Schleichen, rechts externe Ansicht. Ekelhafte Mistviecher, oder? Mumifizierte Leiche, ein Dietrich. Eierbeutel, ein Spinnenei. Und noch ein Spinnenei. Ach, könnten wir nur hier bereits an die Oberfläche stoßen. Das würde uns eine böse, böse Konfrontation ersparen. Glaub mir das. Was haben wir hier? Spinnennetzbeutel mit einem Skeva-Schwanz. Skeva sind extrem widerliche Kreaturen, die wir später auch noch kennenlernen werden. Danke, danke. Nehmen wir alles mit, können wir für den Anfang gut gebrauchen. Und wer auch immer hier den Kelch aufge... oder den... ja, Feuerkelch ist falsch gesagt. Die Feuerstelle gemacht hat, der ist nicht mehr. Und wir sind überladen. Fängt super an. Das erste Mal überladen und das gleich hier in der Höhle. Wir können gerne eine ja, Wert 125. Um den faktischen Wert zu errechnen, muss man übrigens immer das Gewicht durch die Rüstung rechnen. Und da ist die, glaube ich, nicht so viel wert. Gewicht 35, Gewicht 6 und ist sogar weniger wert. Das heißt, die kaiserliche Rüstung ist relativ... mühsam mitzunehmen. Aua, ich habe Schaden bekommen. Ist sehr mühsam mitzuschleppen für den Wert, den sie hat. Denn ich sag mal so, ein Diamant von 100 Wert, der 0,1 wiegt, ist ja viel mehr wert, faktisch gesehen, als eine Rüstung, die 100 Wert hat und 100 wiegt. Denn da könnten wir theoretisch gesehen viel weniger von mitnehmen. Das stimmt. Alleine werden wir nicht lange durchhalten. Ja, jetzt folgt ein Abschnitt, den man, glaube ich, sehr gerne umgehen würde. Wenn ihr in der Situation hier wärt. Aber zunächst haben wir hier nochmal eine Leiche und einen Heiltrank. Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Nee, wir werden versuchen, das Ganze tatsächlich schleichend zu lösen. Geldbeutel und Altowein. Okay. Wir werden versuchen, schleichend an der armen Bärin vorbeizukommen. Vielleicht hat sie auch Bärenkinder... Und demnach müssen wir sie nicht töten. Schwarzdornmet. Ach, freue ich mich auf die Schwarzdorns. Auch die werden wir noch kennenlernen. Und seht mal hier. Ein Eisenhelm. Schick. Glaubt mir, der Eisenhelm ist wirklich richtig gut. So, wir schleichen uns hier schön langsam vorbei. Nach Möglichkeit, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ganz liebe Bären. Okay, das war's. Das war knapp. Du sagst es. Oh Mann, ob die wohl alle den Bären zum Opfer geworden sind? Will ich gar nicht wissen. Oh Mann, und der Drache dreht immer noch seine Kreise. Na komm, Radolf, lauf. Lauf, lauf, lauf und lass dich nicht aufhalten. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Ja. So gut sah es aber nicht die ganze Zeit aus. Und wir verlassen den Fluchtweg und erreichen Himmelsrand. Wartet! Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser.